So, ich grüße euch. Wir möchten euch heute jetzt die zweite Generation der Value-Plattenträger vorstellen. Das war eine der häufigsten Fragen in den letzten Wochen und Monaten. Wann kommt denn jetzt der Value endlich wieder? Jetzt ist er wieder da, und zwar in der zweiten Generation. Momentan der olivgrüne und der flecktarnfarbene, der liegt in Teilen jetzt vor mir. Sind ein paar mehr Neuerungen dazugekommen, deswegen war es uns wichtig, nicht nur die Artikelbeschreibung ein bisschen anzupassen, sondern euch auch die ganzen Neuerungen ein bisschen zu zeigen. Die auf den ersten Blick offensichtlichste Neuerung ist, auch den Value gibt es ab jetzt in zwei Größen. Die extra quasi Add-on-Kummerbund-Sets, die sind eine Sache der Geschichte. Die gibt es nicht mehr, die werden wir auch nicht mehr in den Shop nehmen, denn die beiden Value-Plattenträger decken jetzt nahezu alle Größen ab. Unter anderem dadurch, dass wir den Kummerbund angepasst haben, aber das zeigen wir euch gleich noch im Detail. Vom Umfang ist der Value genau das gleiche wie früher. Ihr habt eine abnehmbare Triple Mac Pouch, also die hier. Ihr habt zwei Single Mac Pouches, passen stramm zwei M4 Magazine rein oder eben ein G36, ein großes AK Magazin etc. Und ihr habt hier zwei Mehrzwecktaschen. Neu dazu gekommen beim Taschenline-Up ist hier oben deine Advent Pouch, die hier jetzt mit Klett verschlossen wird. Das haben wir neu gemacht, weil beim UPC ist das auch Standard. Und ihr seht es auch am Farbton, der Value-Plattenträger kommt jetzt aus der gleichen Fertigung wie unser UPC, also der Universal Plate Carrier, und der LPC, der Lightweight Plate Carrier. Damit habt ihr eben auch, wenn ihr beide Systeme habt, eine komplette Kompatibilität, auch was die Farben angeht. Sonst haben wir nicht so viel erneuert. Was neu ist, was ihr jetzt aber hier bei mir im angelegten Zustand nicht so seht, ich meine mal auf. So wie auch der UPC und der LPC ist beim Value jetzt eben auch das Set mit den Abstandspads dabei. Vorne und hinten jeweils drei Stück. Und gibst du mir mal meinen Schultergurt wieder? Da war ich ein bisschen schwungvoll. Dankeschön. Ja, wie schon im anderen Video gesagt, wir machen das live, wir schneiden hier nicht groß. Und das ist so vom Umfang das Neue. Was jetzt natürlich neu ist, ist die Größe. Wir haben auch wieder bei der großen Version die großen Sapi-Dummies, die auch von unten in den Plattenträger eingeschoben werden können. Bei der M-Version natürlich in Größe M. Das ist gleich wie bei UPC und LPC. Wir haben eben auch bei der XL-Version hier die Schulterpads verlängert, wir haben die Schultergurte verlängert, wir haben den Kummerbund entsprechend angepasst. Aber, was viele von euch auch gesagt haben, bei der M-Größe des Value-Plattenträgers, von der Höhe hat es gepasst, aber viele haben gesagt, ja, ich bin ein bisschen kürzer gebaut, da passt mir der M gerade noch, aber ich bin auch sehr schlank und da war er eigentlich zu weit. Da haben uns Kunden sogar kontaktiert, ob wir den nicht noch mal, ob wir da quasi nicht einen XS-Kummerbund machen können. Da haben wir uns für eine andere Lösung entschieden und die zeige ich euch jetzt gleich im Detail. So, hier haben wir jetzt den Kummerbund ausgebaut und das ist so quasi die Standardkonfiguration, wie er kommt. Man kann ihn natürlich hier über die Schnallen jederzeit einstellen, weitermachen, enger machen. Man hat aber außerdem noch die Möglichkeit, das Ganze relativ schnell zu machen. Ist zum Beispiel vorteilhaft, wenn man einfach eine neue Lage Kleidung anziehen möchte. Wenn man von, ich sage jetzt mal, Sommeroutfit auf Herbst- oder Winteroutfit wechselt. Und zwar geht man hierher und öffnet diese Schnallen. Muss man ein bisschen aufpassen. Die sind gefedert. Die können durchaus mal auf dem Handrücken schnalzen. Und dann nimmt man die einfach und setzt die weiter. So, den dritten auch noch und schon ist der Plattenträger um 7 cm weitergestellt. Kann man jetzt natürlich auch hergehen und sagen, okay, passt mir jetzt nicht, taugt mir jetzt gerade nicht, dann setzen wir uns halt nochmal weiter. Das wäre dann diese Kombi. Und jetzt sehen wir schon, hier kommen wir langsam ans Ende von dem, wie man einstellen können. Das heißt, wir wären quasi bei der Minimaleinstellung angelangt. Jetzt ist es aber eben so, dass es uns wichtig war, dass der Plattenträger jeden passt. Deswegen kann man
hier noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar geht man jetzt her, schlauft den erstmal wieder aus. So. Und dann macht man die hier auf. Das muss man jetzt einmal komplett machen. Das ist der Nachteil an der Sache. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Konfigurationsschritt, den man dann einmal macht. So, jetzt schlauft man die hier wieder ein. Ja, kann man offen lassen. Wie gesagt, das ist jetzt ein etwas größerer Aufwand, aber der Endeffekt ist es dann auch wert. So, noch einen dritten noch. Und danach stellen wir die mal so ungefähr auf die gleiche Länge ein. Können wir jetzt durchaus relativ kurz einstellen. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Ja, ihr braucht noch ein Stück. Ja. Und den hier ziehen wir auch noch mal ein Stück kürzer. So. Und jetzt können wir hergehen und packen den einen Kummerbund über den anderen, machen das Teil wieder zu. So. Und können jetzt beliebig kurz den Kummerbund einstellen. Mit dem System jetzt könnt ihr theoretisch bis hier hinter gehen. Ihr könnt quasi den Kummerbund wirklich so weit runterkürzen, dass der komplette Kummerbund nur noch so lang ist wie eine Hälfte. Damit habt ihr die Möglichkeit, beim kleinen beim kleinen Value-Plattenträger mit dem Kummerbund auf eine Größe von 75 bis 145 cm zu gehen und beim großen auf 80 bis 150 cm. Komplett stufenlos, wie ihr es möchtet, könnt ihr das Ganze konfigurieren. Und wenn ihr wieder zurück wollt, zum Beispiel auch ideal, wenn ihr zum Beispiel einen Plattenträger einfach im Team habt, als Ersatz oder für Neueinsteiger, dann switcht ihr wieder zurück, schlauft die Schnallen ein, schlauft den Kummerbund wieder zurück und ihr seid wieder fertig. Und das ist jetzt eben der Kummerbund des Value-Plattenträgers. Der ist voll verstellbar. Ihr könnt damit nahezu jede Körpergröße, jeden Körperumfang abdecken. Habt ihr Personen, die richtig lang sind, aber schlank, dann können die den großen Torso nehmen. Die XL-Versionen können trotzdem den Kummerbund auf ihre Größe einstellen. Und bei kleineren, kürzeren, aber breitschuldigeren oder generell massigeren Personen können die eben auch auf den M zurückgreifen und haben trotzdem alle Freiheiten, was die Einstellung des Kummerbunds angeht. So, damit haben wir euch den Kummerbund erklärt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen Einblick gefunden, wie das System funktioniert und wie ihr es an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Wenn noch Fragen sind, wenn ihr euch unsicher seid mit der Größe, kontaktiert uns einfach und wir finden für euch eine Lösung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, habt was Neues gesehen. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn wir von euch weiter Kritik und Feedback bekommen, weil nur so können wir die Produkte eben auch besser machen. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal, macht's gut!